So Leute, wir gehen jetzt rüber zum Herrn Stürzenberger. Schauen wir mal, ob ein gutes Gespräch möglich ist. Und er mir nicht die ganze Zeit das Mikrofon wegzieht. Zum ersten Mal jemand, der vielleicht Ahnung hat und redet. Komm, packen wir's. Hochhalten und rufen, Jesus Christus ist der Allergrößte und Das ist der Buch des Juden. Herr Stürzenberger, hallo. Das ist irrelevant. Ja, hallo. Hallo. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Nee, ich möchte mit Ihnen reden. Ja, das ist ja schön, dass Sie mit mir reden wollen. Haben Sie keine Angst? Sie würden vielleicht auch mir zubilligen, dass ich meinen Gedanken zu Ende bringe. Okay. Und wenn Sie was sagen wollen, dass ich dann nicht sofort hopse. Ja? Du musst mir ein Bart abschneiden. Alles klar? Okay. Also Sie behaupten ja, diese Verse sind ganz alte Verse und da hat sich niemals ein Christ drauf berufen. Wie können Sie sich dann erklären, dass die Kreuzzüge geschehen ist und man hat argumentiert mit all diesen Versen. Und heute in Angola ist der Islam verboten. Und in Myanmar zum Beispiel, Buddhisten verfolgen Muslime. Das heißt, natürlich gibt es Leute, die extrem sind und das die Grenzen... Lass mich kurz ausreden! Jetzt mache ich meine Antwort, dann können Sie weiterreden. So, also, Punkt 1. Die Kreuzzüge. Wann war der erste Kreuzzug? 1095 nach Christus. Im Jahr 1095 nach Christus, nachdem der politische Islam 400 Jahre lang ein christliches Land nach dem anderen grausam erobert hat, hunderttausende Millionen Christen getötet hat und dort islamische Staaten errichtet hat. Ja, Ägypten, Syrien, Irak, alles christliche Länder. So, und dann waren sie so Milliarden, die da reingepumpt wurden, oder 20 Milliarden sind es gewesen. So, und... Hallo. Was? Nett? Hallo! Hallo! Ich komme zu Ihnen, wenn ich fertig bin. Ja, aber so, trauen Sie sich einen Dialog. Ach, komm! Dialog, miteinander reden! Ich führe seit 13 Jahren Dialog, ich weiß, worauf das rausläuft. Ich komme schon noch zu Ihnen. Okay. So, und in Pakistan, bei den Radikalen... Ich finde es schade, dass Sie keine Lust auf Dialog haben, weil wir könnten miteinander reden, anstatt die ganze Zeit nur übereinander zu reden. Aber okay, mach ich mal ein paar Punkte. Also mein Punkt vorher war, es haben geschafft, Leute sich auf dieses Buch zu berufen. Die Christen haben sich auf dieses Buch gerufen und haben im Namen dessen unschuldige Menschen getötet. Da ging es nicht nur um eine Reaktion, da wurden viele unschuldige Menschen getötet. Wenn Sie das verleugnen, werden Sie vielleicht ein Problem mit dem Staat haben. Noch eine Sache. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, sagt in einem authentischen Hadith, wer es wagt, nur einen einzigen Menschen zu töten, mit dem er eine friedliche Abmachung hat, der wird niemals das Paradies betreten und er wird niemals den Geruch des Paradies wahrnehmen, obwohl man das Paradies von einer Entfernung von 40 Jahren wahrnehmen kann. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, hat seine Abmachung gehalten. Und das zeigt auch die Realität heute. Einen Moment noch. Und das zeigt auch die Realität heute. Ich gebe Ihnen recht. Das muss man ehrlich sagen. Ich gebe Ihnen recht. Es gibt viele Extreme. Und es gibt sie auch in Deutschland. Ich gebe Ihnen vollkommen... Ich frage Sie jetzt ganz dezidiert. Nachdem Sie jetzt gesagt haben, da hätten sich irgendwelche Christen auf irgendwelche Stellen aus dem Alten Testament gerufen. Was machen wir mit den Tötungsbefehlen des Korans? Erklären Sie, genau, wie es Tötungen. Ich möchte jetzt eine klare Antwort geben. Gerne, und kein drumherum geschwafelt. Genau. Erkläre ich Ihnen gerne. Im Koran selber, falls Sie den Koran gelesen haben, spricht Gott und bekämpft die Götzendiener genauso, wie sie euch bekämpfen. Und wenn Sie jetzt sagen, der ist aber approbiert durch Sure 9, das ist aus Sure 9, Herr Stürzenberger. Wir haben noch hier... Ja! Hau ab, Digga! Hau ab, Digga! Genau! Und wenn die Schutzmonate abgelaufen sind... Das ist aus Sure 9! Das ist aus Sure 9, mein Vers! ...und lauert ihn aus jedem Hinterhalt auf. Sure 9! Kommen Sie her! Keine Angst! Keine Angst! Ich sag Ihnen jetzt Folgendes... Keine Angst, das ist aus Sure 9! Sure 9, Vers 36 ist der Vers, den ich rezitiert habe. Was? Ich sage jetzt Folgendes. Ja. Wir haben tausende Moslems, die töten. Ja. Tausende Moslems, die sich genau nach dem Ich verurteile es. Was macht ihr dagegen? Ihr solltet jetzt hingehen. Für was braucht ihr eigentlich die Tötungsbefehle? Erklärt die doch für ungültig. Ja. Für was braucht ihr das Töten? Also setzt euch hin, wenn ihr Imame seid. Kommen Sie her! Und erklärt, wir sagen, dass die Tötungsbefehle aus dem 7. Jahrhundert sind, wo ständig Kriege waren, wo ständig gemordet wurde, wo ständig niedergemetzelt wurde. Es ist für die heutige Zeit nicht mehr gültig. Macht das! Ja, warum macht ihr das nicht? Gebe ich Ihnen auch recht. Ich gebe Ihnen recht in dem Punkt, dass wir Muslime uns stärker positionieren müssen und auch diesen Terror verurteilen müssen. Aber wissen Sie, was ich mich frage? Sie sprechen ständig
über den islamischen Terrorismus. Wieso sprechen Sie nicht über den rechtsradikalen Terrorismus, wo in Neuseeland mit einem Sturmgewehr in eine Moschee ist jemand eingelaufen und hat Leute kaltblütig abgeknallt? Verurteilen Sie das? Und ich habe noch eine Frage. Also das habe ich doch... Ein Moment! Lassen Sie doch kurz ausreden! Gleich wieder dran! Nein! Ein Satz noch! Ich habe schon tausendfach gesagt, dieser Terrorist von Neuseeland ist genauso abgrundtief zu verurteilen wie jeder radikal-islamische Terrorist. Das ist die gleiche Liga, das ist die Champions League des Terrorismus, in eine Moschee reinzugehen und friedliche Muslime, die nur gebeten haben, die unschuldig sind, zu töten. Genauso verachtenswert. Okay. Keine Frage. Warum hat er das gemacht? Wir müssen uns immer nach den Motiven fragen. Okay. Warum hat er das gemacht? Wissen Sie, warum er das gemacht hat? Auf seinen Waffenstand, Rache für Berlin, Rache für Paris, Rache für Nizza, Rache für Stockholm, Rache für all die radikal-islamischen Terroranschläge. Wir heißen es nicht für gut, Rache zu nehmen an friedlichen, unschuldigen Moslems. Aber es war sein Motiv. So, und die Motive von radikal-islamischen Terroristen ist, dass sie die Befehle des Korans lesen und umsetzen. So, jetzt soll ich zur Polizei, weil wir jetzt eine Strafanzeige machen. Irwan, bist du... Sie können mir das Mikrofon in der Zeit geben. Kommen Sie, trauen Sie sich. Reden Sie mit jemand, der Ahnung hat. Kommen Sie! Stört Sie! Ja, aber bringen Sie doch jemanden! Weil er keine Pause einhält. Der muss die Pause einhalten. Du hast doch behauptet, komm. Der Islam. Komm! Jetzt mit dir. Na, ja, komm mit mir, nicht über mir, mit mir! Komm! Du hast komm! Islam. Komm! 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 Komm, trau dich! Trau dich doch! Reden wir miteinander! Komm! Die Ungläubigen, solange sie nicht gegen uns sind. Okay, ich antworte! Ich antworte! Die Ungläubigen, die Christen und die Juden, wenn sie alles sind gegen den Islam, solange sie den Allah nicht akzeptieren, so, dann sind sie schon automatisch gegen den Islam. Und solange geht auch der Kampf weiter. Darfst du nicht? Sonst hat sich der Islam von Mekka bis nach Spanien komm, ausgebreitet. Komm, lass reden. Ja. Komm, lass doch reden. Ich bin noch nicht fertig, mein Freund. Okay, mach fertig und dann komm. Aber trau dich. Trau dich. Der Islam behauptet doch immer Kolonisation. Okay? Und hat auch gesagt, die kommen in die Hölle. Ihr seid Schwarze, kommt nicht ins Paradies. Kommst du jetzt? Der Schwarze kommt in die Hölle. Kommst du jetzt? Ja? Kommst du? Kommst du? Ja. Wo der Islam sich erweitert hat. Da war, da Bruder! Hat der Kalif Umar jetzt. Komm doch her, wieso 30 Meter Sicherheitsabstand? Stürzenberger hat sich hier hingetraut. Komm! Das müsst ihr mal lernen zuzuhören und dann seid ihr dran. Okay. Der Kalif Umar hat in Damaskus ein neues Gesetz gemacht. Ja? Ja? Das heißt, das Gesetz für die Ungläubigen. Wenn ein Ungläubiger an einem Muslim vorbeiläuft an der Straße, dann muss er auf den Kalan, auf den schmutzigen Kalan. Das stimmt laufen. Nicht. Gelogen. Gelogen. Pilger, komm her, ich antworte. Kommen, Herr Stürzenberger, Sie sind der einzig der Vernünftige. Sie reden wenigstens mit mir. Islamische Pilger, okay. muss sich füttern und seine eigene Frau ja. für drei Tage. Seine eigene Frau muss er ihm für drei Tage geben. Zurück das auf die Ersatzbank jetzt von Stürzenberger. Eure Scharia-Gesetze. Wurde auch von Mohammed Saudi al-Munajjid gesagt, dass man Mikromoslems Hefte nicht anschauen darf, weil der oder hol ihn mal her! Er wurde mal gefragt, was die da ist der Eingang, da bin ich, dafür mal ein bisschen labern. Ja, aber ich will vor den Leuten reden. Ich will vor den Leuten reden. Er soll sich hierher trauen und er soll vor mir reden. Und trauen Sie schon, aber du General. Oh, Vasili, bitte entfernen dich davon. Du bist ein stabiler Junge, du bist aber nicht so ein. Ganz ehrlich, Bruder, durch solche Sachen, durch den Terror, du auf deinen eigenen Händen nein, das nein. Um. Also, man hetzt sich auf. Anas Imam, oder? Anas Imam. Kannst du mich so nennen, ja? Ja. Also, wie würden Sie sich positionieren? Sind Sie auch der Meinung, dass der politische Islam eine Gefahr darstellt und dass wir Teile der Scharia, die mit unserem Grundgesetz nicht kompatibel sind, für ungültig erklären müssen? Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt eine kurze Nachhilfestunde in deutsche Verfassung. Das Gesetz der Glaubensfreiheit. Was die Religionsfreiheit. Nein, 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 kommen Sie her, Herr Stürzenberger! Digga! Kommen Sie her! Über unsere Gesetze.
Gesetze stellen darf. Nein. Religionsfreiheit bedeutet, dass man seinen Glauben ausführen darf. Ne? Du darfst an Allah glauben, darfst auch leben nach dem Tod auf ins Paradies. Mir keine Nachhilfe in der Richtung des Grundgesetzes erteilen. Ja, das aus ihrer Scharia. Gut, also ich erkläre es einfach für alle, nicht für Sie, weil Sie kennen sich ja aus. Also, der Artikel der Glaubensfreiheit schützt nicht nur Inhalte, wo wir sagen, das ist vollkommen... Darf ich ganz kurz ausreden? Lassen Sie mich kurz ausreden. Schaffen wir das? Sie passen Sie auf, wenn Sie was Falsches sagen, wenn Sie korrigieren. Damit müssen Sie sich hier... Okay. Ne? Das sind die Regeln hier. Wer was Falsches sagt, wird korrigiert. Man hat kein Recht, hier 10 Minuten eine Unwahrheit nach der anderen, eine faktische Fehlinformation nach der anderen zu bringen. Das wird sofort korrigiert. Okay. Okay. Das ist ja auch die Taktik von Imam TV. Okay, also ich versuch's zum dritten Mal. Also. Dieses Grundgesetz oder Weltanschauung, kein Problem, der Glaubensfreiheit, Weltanschauung, schützt nicht nur Inhalte, die vollkommen konform sind mit den hiesigen Werten, sondern es schützt auch Inhalte, die nicht im Einklang mit der Verfassung sind. Deswegen sind auch immer noch im Alten Testament alle Tötungsbefehle drin und auch alle Hexenverbrennungssachen ist alles noch drin und diesen Antrag gab es bereits im Bundestag und alle Parteien... Darf ich kurz ausreden? Ein letzter Satz. Und diesen Antrag gab es bereits im Bundestag und die AfD wurde ausgelacht für diesen Antrag, weil es klar ist, dass der Artikel lautet folgendes. Es dürfen diese Inhalte vorhanden sein, aber... Das Ausleben, das heißt, wie praktizierst du letztendlich deine Religion hier in diesem Land, das muss im vollkommenen Einklang mit der Verfassung sein. Das heißt, wenn ein Christ oder ein Jude, der zum Beispiel an die Steinigung glaubt, im Alten Testament gibt es die Steinigung, da wurde nichts bei den Juden aufgehoben, dann müssen sie auch mal anfangen, gegen die Juden zu hetzen. Aber tun sie nicht. Finde ich auch gut. Erstens, darf ich ganz kurz ausreden? Gelassen zu werden. Wären Sie dafür, wenn hier die Mehrheit dafür wäre, die Scharia einzuführen, also wenn wir Mehrheitsverhältnisse haben von Moslems, dass dann die Scharia eingeführt wird, seien Sie ehrlich. Also erstens, Sie müssen mir erstmal, ich weiß, dass Sie nicht mal verstehen, was Scharia bedeutet. Mein Gott, ich kann diesen... Darf ich kurz ausreden? Er ist dafür für die Scharia. Du wirst so rumdruckst und ich sag, wir sind bereit, dass die Scharia hier nicht durchgeführt ist. Da ist das klar. Ja, politischer Islam... Aber lass mich doch antworten! Du, das langweilt mir langsam, das Geseierende. Ganz ehrlich, also Leute, ich sage das allen Bürgern, uns wird von solchen Imamen wird Sand in die Augen gestreut. Aber das gelingt bei gutgläubigen Politikern, wie sie hier im Rathaus sitzen, ja, gelingt aber nicht bei Leuten, die sich seit 20 Jahren mit der... Sie müssen den Glauben durch das Ausleben unterscheiden. Wer hier von den ganzen Muslimen hat jemals jetzt in seinem praktischen Leben hier in Deutschland jemand gesteinigt oder sonst was gemacht? Wer? Wo? Wo? Und dann Dschihad gemacht. Ja, das ist die Nummer. So, und jetzt darf ich kurz Folgendes. Ja. Ihr, das dürfen Sie nicht, ne? Ehrlich mal. Oh ja. 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 So, also, können wir uns einmal die Hand schütteln? Ja, sie tun ja ganz nett. Ja. Aber wir könnten dann Bündnispartner sein, wenn wir für die heutige Zeit. Weil wir wollen friedlich miteinander leben. Wir wollen nicht, dass Juden angegriffen werden in Deutschland, nur weil sie mit Kippa rumlaufen. Das sind ganz reale, handfeste Probleme. Okay, gut. Ich bin aus Palästina. Bringen Sie mir hier einen Juden, ich umarme ihn und kann mit ihm ganz normal Fußball spielen, Spaß haben, mit ihm alles friedlich machen. Und das zeigt übrigens auch die Vergangenheit. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Bitte jetzt einmal zuhören. Ein einfaches Beispiel und da kann jeder alleine aus der Realität extrahieren, dass der Islam unmöglich Religionen verfolgt. Einfaches Beispiel, ich gebe Ihnen das. Gibt es einzelne Muslime-Extremisten, die andere Religionen verfolgen? Definitiv. Ist unmöglich zu verleugnen. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Gerne, jetzt gehen wir auf einen Staat ein. In Deutschland, wir wissen alle, darf ich ganz kurz, in Deutschland hatten wir leider die Zeit mit den Nazis. Wir hatten über 6 bis 9 Millionen tote Juden. Wissen Sie, wie viele Juden jetzt noch übrig sind in Deutschland? 95.000.
Es sind kaum noch Juden hier übrig. Lassen Sie mich bitte ganz kurz. Bitte! Ja, aber schon, wir halten uns. Ja, ist okay. Es ist alles entspannt. Sportsfreund, ich habe Ihnen doch eine klare Frage. Ja, aber ich will doch gleich erklären. Dass Sie Juden umarmen würden. Nein. Wir haben handfeste Probleme. Aber lassen Sie mich kurz erklären. Die ganzen Inhalte des Korans. Und da geht es mir jetzt ans Elementare, Sportsfreund. Diese Inhalte des Korans führen dazu, dass tausende Moslems in Deutschland einen abartigen Judenhass entwickeln, dass sie sich hinstellen und scheiß Juden brüllen und dass sie sogar bei uns brüllen, bei unseren Kundgebern. Bin ich dagegen? Der einzige Fehler von Adolf Hitler war, dass er nicht alle Juden... Bin ich dagegen? Ja, aber es kommt aus dem Koran. Okay. Wir müssen jetzt klagen. Aber ich bitte Sie, Herr Stürzenberger, seien Sie bitte so offen und ehrlich, dass ich kurz meinen Punkt zu Ende führe. Der Punkt war nicht die bösen Deutschen. Der Punkt war, so sieht es aus, wenn Menschen verfolgt werden. Von 9 Millionen auf 95.000. Und man merkt auch, die sind in anderen Ländern. Das ist die drittgrößte Gemeinde in ganz Europa mit nur noch 95.000. Jetzt komme ich zu meinem Punkt. In Ägypten, die koptischen Christen leben dort seit dem 1. Jahrhundert. Das heißt, dort war die ganze Zeit islamisches Herrschaftstum, islamisches Kalifat. Lassen Sie mich kurz ausreden, bitte. Ich bitte Sie vom Herzen. Also, dort war die ganze Zeit islamische Herrschaft. Wissen Sie, wie viele koptische Christen in Ägypten leben? 15% der Bevölkerung. 9 Millionen! Wir kennen, wo sind die ausgelöscht? Wo sind die ausgelöscht? 9 Millionen! Koptische Christen in Ägypten. Schauen Sie mal, lassen Sie mich reden. Als die Muslimbrüder in Ägypten an die Macht gekommen sind, da war dann plötzlich aus friedlichen muslimischen Nachbarn wurden hasserfüllte. Wenn man die verfolgt hätte, Herr Stürzenberger, wenn man die verfolgt hätte, wäre nichts mehr übrig. Bitte stimm mir zu. Aber stimmst du mir zu? Stimmst du mir? Ja, haben Sie. Jegliche andere Religion kann in diesem Land leben. Und ich zeige Ihnen hier auch einen Beweis, nicht, dass man sagt, ich lüge. In Brunnertraut Emma, die Kopten, Leben und Lehre der frühen Christen. Hier aus München ein Buch. Wo steht? Ich zitiere. Ja, das ist nur die Quelle. Was für ein Buch? Lass mich halt aussehen. Und hier, Zitat, zeitweise konnten die Kopten auch unter der Herrschaft muslimischer Sultane zu Königen und hohen Ämtern aufsteigen. Das ist ein Buch von einem Nicht-Muslim, der über den koptischen Christen. Das heißt, jetzt mein Punkt, damit ihr das versteht. Wenn man dort, wenn die islamische Überzeugung wäre, wir löschen alle Andersgläubigen aus, dann wäre kein einziger koptischer Christ übrig. Das ist die älteste christliche Gemeinschaft, die bis heute in Kairo lebt und ihre Christen sind dort. Das ist ganz wichtig, wenn das Beispiel Ägypten nennt. In Ägypten, als die Muslimbrüder an die Macht gekommen sind, ja, wir nehmen es sehr genau mit Recht und Ordnung. Gut, wunderbar. Also. Als die Muslimbrüder an die Macht gekommen sind, da hat sich sofort gedreht, der Wind. Da sind die Radikalen an die Macht gekommen und da wurde sofort der Einfluss aufs ganze Land ausgeübt. Da wurden die Kopten verfolgt, es wurden Anschläge auf Kirchen gemacht. Verurteile ich! Verurteile ich! Verurteile ich! Wenn die Radikalen an die Macht kommen, dann passiert es. Und dann wird das volle Programm des politischen Islams umgesetzt. Und dann wird das Töten umgesetzt. Okay. Und die Muslimbrüder, die wurden dann durch einen Militäraufstand, wurden die dann von der Macht dann wieder abgeschnitten, weil man gewusst hat, ja, wenn Ägypten die Muslimbrüder weiter regieren, dann geht es ab und mit dem Land. Ja, warte mal, wir haben auch nicht gesagt, dass der Islam alle Andersgläubigen komplett auslöscht. In einem Kalifat, Juden, Christen dürfen leben. Nur wie dürfen sie leben? Erniedrigt Bürger zweiter Klasse. Ja, und das ist das Problem. Wir sagen das nicht so pauschal, wie du das jetzt gesagt hast, dass die alle hinrichten. Und das ist natürlich der Grund, warum es auch Juden und Christen und so weiter gibt. Nur das Problem ist, wie leben sie? Und das, was du gesagt hast, das stimmt. Es gab auch vereinzelt Juden und so weiter, die auch in Positionen waren. Aber die waren Teil des Kalifats, Teil des Staates. Und dann haben sie teilweise und vereinzelt eine staatliche Position bekommen. Das ist ja, wenn man sich dem Kalifat, der Scharia und so weiter unterwirft, gab es auch Andalusien und so weiter einzelne Juden, die Karriere gemacht haben. Aber trotzdem ging es der Masse schlecht und es gab ständig auch Pogrome und so weiter. Ja, also ich würde dem nicht ganz zustimmen. Ich kann Ihnen vielerlei Briefe und Zitate zeigen, wo die Juden und Christen gesagt haben, dass sie unter den Muslimen am besten leben konnten, unter allen Herrschaften, die über ihnen geregiert haben. Und noch ein wichtiger Punkt. Danke, dass du ehrlich bist. Also ich muss sagen, mit dir kann man besser reden als mit Herrn Stürzenberger, weil du gestehst auf die Position ein. Und er gesteht das auch ein. Kommt mir nicht so vor. Sage ich ehrlich, kommt mir nicht so vor. Tut mir leid, Stürze, gell? Aber kommt mir nicht so ganz vor. Ich bin schon da. Alles gut. Und ein wichtiger Punkt, schauen Sie mal. Und das ist meine islamische Überzeugung. Wenn ich den Typen in Berlin erwischt hätte, wie der in sein LKW steigt,
und er will die Leute umfahren. Ich hätte ihn aufgehalten, ich hätte jedes Mittel, wenn nicht sogar seinen Tod in Kauf genommen, damit ich die anderen Menschen schütze. Amen. Ich sage Ihnen noch was, hätte der islamische Staat regiert, nicht der islamische Staat, der IS, ein Haufen Vollidioten, sondern der islamische Staat unter dem Propheten Mohammed, sie wären gegen die Nazis in den Krieg gezogen, weil ihr Prinzip ist, wir schützen die Andersgläubigen. Ich gebe dir recht. Sie leben dort, sie zahlen eine Steuer. Das muss man, ich gehe auf deinen Punkt ein. Ich glaube dir auch, weil du gehörst zu den nicht gewaltbereiten. Ja, aber dann ist cool. Also du bist ein Salafist, du verstehst den Islam. Ich bin kein Salafist, nein. Ja, okay, aber du weißt, was ich meine. Muslim. Sunni-Muslim. Auch nicht. Nein, Sunni-Muslim. Aber aus dieser Ideologie gibt es auch Leute, die gewaltbereit sind. Ja. Die erklären auch dich richtig. Zum Ungläubigen. Richtig, danke. Das gibt's ja auch. Danke, ja. Dass du ehrlich bist. Aber okay, aber geh doch her. Aus derselben Quelle, ja. Es speist sich aus derselben Quelle. Ja. Und ja. Da könntet ihr sogar, aber wie die Christen. Das wäre doch auch ein Zeichen, dass ihr dann sagt, ja, wir zwei, wir sind keine, was weiß ich, Teufel auf Erden, Dämonen und die gehören umgebracht, sondern das kann man doch auch als eine Art Schutz sehen für die Allgemeinheit der Muslime, dass man differenziert, aber indem man die Gewaltbereiten und diejenigen, die aus Deutschland einen islamischen Staat machen wollen, indem man die quasi isoliert und sagt, das sind die. Aber da vermisse ich eben aus den eigenen Reihen, dass man stärker gegen die vorgeht, dass man sagt, das, was du machst, das ist übertrieben, was weiß ich, Hawarisch und so weiter. Beim zentralen Punkt ist er ausgewichen. Was machen wir mit den klaren Tötungsbefehlen, die drin sind? Erklär ich dir. Und die ständig benutzt werden. Da müssen wir ran. Ja. Ja, und du hast da jetzt auf dreimalige Nachfrage keine Antwort gegeben. Okay, ich gebe dir eine ganz konkrete Antwort. Sie ziehen Verse aus dem Kontext. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wieso zitieren Sie nicht aus dem Koran den Vers, wenn du deine Hand ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich nicht meine Hand ausstrecken, um dich zu töten, denn ich fürchte Gott. Wieso zitierst du nicht diesen Vers? Du könntest auch diesen Vers nehmen und sagen, das ist Islam. Du musst alle Verse... Okay, kein Problem. Es sind 27 andere Tötungsbefehle. Leuten wie dir, ich nehme dir ab, dass du nicht gewalttätig bist und so weiter. Aber erst einmal, du willst nicht den Islam reformieren. Der Koran ist für dich ewig gültig. Du wirst nie im Leben Die Christen sagen, auch nicht. Die Christen ja, okay, auch nicht. Alle. Reden doch jetzt über Islam. Du bist doch kein Christ. Nee, wir müssen über alle Religionen. Alle Religionen sind gleich. Das Christentum macht keine Probleme. Das Christentum macht keine Probleme. Angola. Angola ist... Wurde schon reformiert. Da geht keine Gewalt In Angola, aus. Christliches mal, Land, mal. Ist Islam Reform. Verboten. Warte mal, ganz kurz. Verboten. Reformen wirst du nicht... Nein, das stimmt. Konzentrier dich jetzt auf uns. Deswegen ist es verboten. Also, Reformen wirst du nicht mitmachen, weil der Koran ist unveränderbar. Und der zweite Punkt ist... Ich kann es nicht glauben. Ich will mit ihm reden. Schon mit ihm kann man echt gut reden. Ich kann es nicht. Das muss ich dir lassen. Ich kann dir nicht abnehmen, wenn irgendwann, mehr Muslime gibt, dass du sagst, ich stehe auf Seite der deutschen Bevölkerung. Da kann ich darauf antworten. Ich glaube, dass du dich dann anschließen würdest und sagen würdest, ja gut, wir sind die Mehrheit, dann machen wir auch hier die Scharia. Das wäre mein Problem. Meine Türken haben wahrscheinlich am ehesten die Mehrheit hier. Und dann wird der Tag Wir wollen doch miteinander reden. Aber geh bitte auf die zwei Punkte. Ja, aber es sind so viele Punkte. Nein, nur zwei Punkte. Reform, Islam kann man Islam reformieren. Ja. Und wie verhältst du dich, wenn die Muslime in der Mehrheit sind? Bist du dann für die Demokratie? Weil du weißt, die Demokratie ist eine eigene Religion. Im Islam ist ein Dien. Ja, schließt du dich den Muslimen? Nee, stimmt nicht so ganz zu. Okay, also. Ich fange an mit der Reform. Also. Weder das Christentum im klassischen Reformieren hat man auch gesagt, also im Bundestag wurde die Sache besprochen und hat gesagt, nein, wir streichen nicht aus dem Alten Testament diese Sachen raus. Das Wichtige ist, wie resultiert diese Verse im Alten Testament in dem Verhalten der Christen? Und wir sehen die meisten Christen, wir können bestimmt nicht sagen alle, aber wir haben, das finde ich auch sehr schade, Herr Stürzenberger, wieso sprechen Sie nicht über Joseph Kony, ein christlicher Extremist? Wieso sprechen Sie nicht über Angola? Das ist Ablenkung. Ich erwarte okay, von dir ich rede weiter. Ich rede weiter. Okay. Nein, aber das ist keine Ablenkung, sondern ich meine, natürlich gibt es Menschen, die für ihre Machtbedürfnisse oder um ihre Wut herauszulassen, Verse dann nehmen und missbrauchen. Die wird es immer geben. Selbst wenn sie die rausnehmen, dann wird man sagen, es gab diese Verse und wird sich darauf berufen. Es wird immer Extremisten geben. Aber wissen Sie, was ich schade finde? Wenn Sie aufrichtig
gegen diesen Extremismus sind und sie aufrichtig gegen die Hetze sind, sie müssen doch, Hand aufs Herz, jetzt wirklich mal Hand aufs Herz, sie müssen doch zugeben, dass diese Veranstaltungen hier uns gegenseitig aufhetzen. Überhaupt sie bringen uns nicht zueinander. Sie bringen uns zueinander. Weißt du warum? Ich erkläre dir auch, wie sie sind. Sie bringen diejenigen zueinander, die miteinander reden können und wo wir einen gemeinsamen Kontext haben. Aber dann nicht solche Sachen. Isolieren diejenigen, die gewaltbereit sind. Zum Beispiel wie in Stuttgart. Ja, hast du die Kundgebung in Stuttgart gesehen? Ja? Wir beleidigt werden, Gewalt und so weiter. Wie sollen wir mit radikalen, gewaltbereiten Moslems miteinander, mit denen gibt es kein Miteinander. Das ist keine Spaltung. Die Spaltung existiert schon. Die ist schon längst da. Das heißt, es bringt uns überhaupt nicht miteinander, sondern es ist ein offener, ehrlicher Dialog. Ich finde es ja auch gut, dass du den, ehrlich bist, aber nicht mit den du Sachen. Gehst auf den entscheidenden Punkt, die gehst du immer noch nicht Reform, habe ich gesagt, wie beim Christentum. Also, ja, also ich beantwortet. Du hast nicht gesagt, es gibt keine Reform, es benötigt keine Reform. Es gibt keine Reform, es benötigt keine Reform, weil offensichtlich die meisten, 99% der hier lebenden Muslime, vollkommen im Einklang der Gesetze leben. Ich bin gläubig seit 8 Jahren. Ich habe bisher kein einziges Mal das Gesetz gebrochen. Okay, paar Mal parken, überschritten und ein bisschen zu schnell gefahren, sonst nichts. Aber weißt du, was der Unterschied wäre? Wenn die islamischen Theologen ganz vorne wären und sagen würden, diese Dschihad-Verse gelten nicht. Sie gelten nicht und sie sind nicht mehr gültig und erst recht nicht in Deutschland, dann würden auch weniger, nicht alle, noch nicht die Mehrheit, aber dann würden weniger radikale Moslems sagen, ja, ich will als Schehid, ich will als Märtyrer sterben. Du siehst, es geht um die Motivation. Wenn man die Ideologie bzw. da schon kappt, dann gibt es immer wenige, die dann das auch umsetzen wollen. Und das ist das Problem. Ja, also zu dem Punkt. Ich habe vorher den Vers, ich habe vorher den Hadith genannt, wo der Prophet sagte, wer es auch immer wagt, einen Menschen zu töten, mit dem er eine friedliche Abmachung hat, der wird das Paradies niemals betreten und nicht einmal riechen können und man riecht das Paradies aus 40 Jahren Entfernung. Das heißt, der Prophet verbot es ganz klar und deutlich. Und ich mit noch eine Sache sprechen. Sie wissen, zur Zeit in Mekka, wo der Prophet Muhammad bin Sing auf ihm gelebt hat, hatten wir eine Gruppe, die sehr stark gegen die Muslime waren, unter anderem Abu Jahl. Und wir hatten eine Gruppe, die die Muslime unter Toleranz haben leben lassen, Abu Talib. Ich würde die deutsche Bevölkerung hier als ein Abu Talib einstufen. Jemand, der toleriert. Also ich meine, ich kann unmöglich sagen, die meisten Menschen hier, das behaupte ich, die meisten Menschen hier, die meisten Nicht-Muslime hier, wollen friedlich miteinander leben und hetzen sich nicht gegenseitig auf, wie man es hier macht. Aber wie wird es der deutschen Bevölkerung gedankt, dass sie so tolerant gegenüber dem Islam ist? Es gibt regelmäßig Anschläge. Es gibt Gewalt von Moslems. Was hilft Deutschland aber verurteile ich. Diese übertriebene Toleranz gegenüber dem Islam, wenn es sehr, sehr aber viele Moslems gibt, die undankbar sind und den Deutschen in den Rücken fallen? Weißt ich du, wie viele Flüchtlinge zum Beispiel, die seit 2015 hergekommen sind, die komplett versorgt und komplett auf staatliche Kosten leben, ja, du vielleicht nicht, aber ich meine, ich rede von Flüchtlingen, die erst vor kurzem gekommen sind, die dann hierher kommen, die uns angreifen, die gewalttätig sind, die sagen, die Scharia geht überall, ist eine Katastrophe. Nein, aber stopp. Es gibt keine. Ist es eine Katastrophe? Ist es Rassismus, wenn ich mich gegen solche Flüchtlinge ausspreche? Es ist definitiv eine Katastrophe, aber man muss halt immer vorsichtig sein, ob man mit diesen Worten die Leute unnötig gegeneinander aufhetzt. Weil es ist halt die Gefahr, dass ich dann in meiner Arbeit einen syrischen Flüchtling habe und dann mit ihm verbinde, Vergewaltigung und so weiter. Es gibt keinen einzigen Muslim in ganz Deutschland, der gesagt hat, im Namen des Islams vergewaltige ich jetzt eine Frau. Das gab es nie, deswegen weiß ich gar nicht, wieso du diesen Punkt anführst. Ja, nicht im Namen des Islams, aber aus der Motivation heraus, aus der Frauenverachtung heraus, aus der Verachtung gegenüber nicht-muslimischen aus Frauen. Aus der Frauenverachtung? Aus der Verachtung gegenüber leicht bekleidet. Wieso vergewaltigt er keine Frau mit Hijab, sondern immer eine Deutsche, die leicht bekleidet ist? Also, das hängt natürlich damit zusammen. Aber zurück zum Punkt. Aber Irrfan, das musst du zugeben, dass es Quatsch ist. Nein, das ist kein Quatsch. Das ist Quatsch. Wer auf den wichtigeren Punkt. Zeig mir einen Vers oder Hadith. Jetzt sehen wir, ob du wahrhaftig bist. Zeig mir einen Vers und Hadith, wo es heißt, es ist erlaubt, eine Frau, eine leicht bekleidete Frau zu vergewaltigen. Okay, ich sag dir, es leitet sich ab aus den Hadithen über Sklavinnen. Viele, ja, es ist so. Viele
Ich sag nicht, ich sag, aber es gibt keine Sklaverei im Islam. Es gibt keine Sklaverei im Islam. Willst du Koran leugnen? Lass mich antworten. Lass mich antworten. Warte, ganz klar. Ich sag dir, die Moslems, die das machen. Ich sag nicht, dass du das machst, aber ich sag, es gibt, und ich habe das selbst von Moslems gehört in verschiedenen Moscheen, die sagen, man kann sie vergewaltigen, weil. Geisteskrank! Geisteskrank! Weil es hier Sklavinnen sind, die sind öfter in der Moschee als du, das sind Moslems. Boah, sei doch nicht so zu ihr. Doch, bist du so soll ich nicht zu ihr sein? Du weißt doch gar nicht, ob sie in der Moschee ist. Sie sieht aber nicht so aus, als ob sie in der Moschee ist. Also, das sind Leute, die in der Moschee sind, die sagen, das sind Sklavinnen für uns. Und da kommt jetzt so eine kleine. Aber das, da musst du zugeben, das sind die IS-Leute. Und ich bin gegen sie. Ja, und alle Muslime sind gegen IS. Wer ist gegen IS? Wer ist gegen IS? Klatsch, wer ist gegen IS? Wieso macht ihr dann keine Demo gegen den IS? Wer ist für IS? Wieso macht ihr keine Demo? Ja, wer ist für IS? Das ist einer sagen, wenn komm, bitte lauf. Wieso? Ja, aber mach jetzt keine Show. Wir reden doch normal, bitte ohne Show einladen. Okay, dann lass auf den entscheidenden Punkt. Du hast gesagt, diesen Hadith mit Vertrag, der stimmt. Stimme ich dir zu. Aber jetzt ist der entscheidende Punkt. Ja. Haben die Moslems mit dem deutschen Staat hier einen Vertrag? Weil da sagen viele, Deutschland, die deutsche Bundeswehr ist Teil der NATO. Die NATO führt Krieg in der islamischen Welt. Das heißt, Deutschland ist Teil eines islamfeindlichen, in Anführungszeichen, Bündnis, führt Krieg in der islamischen Welt. Und zum Beispiel auch eine andere Argumentation, in Deutschland ist zum Beispiel ist es erlaubt, Mohammed eine Karikatur zu machen. Ja. Über Mohammed. Lass mich kurz auf den Punkt eingehen mit NATO. Warte, das sind alles quasi aus dieser Perspektive Angriffe auf den Islam, die einen Vertrag zwischen Moslems und Ungläubigen oder Nicht-Moslems ungültig machen. Die sagen auch, der Hadith stimmt, aber die sagen, wir haben keinen gültigen Vertrag mit Deutschland. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich gebe dir theoretisch recht, nur praktisch sehen das Muslime viel ganz anders. Okay, aber du musst zugeben, ihr fand diese Argumentation mit NATO, dies, das, das kommt ausschließlich von extremen Leuten. Und denen gehören nicht der überwiegende Anteil der Muslime und der überwiegende Anteil der praktizierenden Muslime. Schaut mal, aber die Moscheen... Eine Sache. Und dem fängt an, wenn sie anfangen, Anschläge zu machen, was dann nur, da haben wir hier Bürger. Aber warte mal, Irfan, das ist das... Schau mal, es gibt gewaltbereite Muslime und Extreme, 100%, darf man nicht verleugnen. Gibt es gewaltbereite Rechtsextreme, die durch Rechtsextremismus angeheizt wurden? Nicht definitiv. Deswegen gibt es 1 Milliarde im Kampf gegen Rechtsextremismus. Aber es wird nichts gegen den politischen Islam gemacht, der eben auch diese Tötungsideologie hat. Aber schau mal, Irfan. Sondern es waren alle Frauen, nachdem wir jetzt das Thema Vergewaltigung hier aufgegriffen haben. Ja, ihr wisst ja gar nicht, in welcher Gefahr ihr seid. Aber Irfan, ich schwör's dir. Du bist nicht wie er. Ich schwör's dir, selbst du. Ich weiß, wie du tickst, aber ich schwör, du bist nicht wie er. Warum müssen sich Frauen berühren? Ich find's schade, dass du hier mitmachst. Schau mal, wie normal wir miteinander reden konnten. Ja, aber wieso? Mit ihnen geht es nicht. Und du weißt, aber schau mal. Ich find's schade, ihr. Ich find's echt schade. Du siehst, ich bin nicht aggressiv, ich bin traurig. Das finde ich auch gut. Das finde ich gut, dass wir darüber reden. Und solche Diskussionen wünsche ich mir, sachlich nochmal. Ohne Hurensohn, ohne Beleidigung. Von einem radikalen Moslem belästigt, begrapscht und auch dann vergewaltigt zu werden. Weil in der Ideologie des politischen Islams sind die reinen Frauen diejenigen, die sich verhüllen. Die Leichtbekleideten sind sozusagen freiwillig. Oder hast du auch ein Getränk für mich? Aussagen hast du auch ein Getränk für mich? Von obersten Rechtsgelehrten wie Scheich. Bei Zuwanderung sind alle Asylbewerber und Flüchtlinge gemeint. Leute, Afghanen sind bei Gruppenvergewaltigungen 20-fach überrepräsentiert. Ja, warum Afghanen? Weil dort die Scharia natürlich intensiv ausgelebt wird. Herzegowina, das größte islamische Land in Europa. Wann gibt es hier Teil 2? Ich will mich für dein Wasser bedanken, offiziell. Ist immerwährend, nicht verhandelbar. Ja, und schau mal, du redest nicht. Das heißt, schade auf Basili. Du bist korrekter Junge. Und sie müssen sie dann an du bist korrekter Junge, Basili. Mehrheitsverhältnisse da sind. Das ist ja, was meine Standpunkte sind. Das habe ich ja. Aber Bruder, schau mal, er redet anders als ihr. Ich sag dir sogar mit Irfan, und ich weiß, Irfan ist negativ eingestellt. Aber ich schau, mit dir kann man auch vernünftig reden. Der hätte mir niemals in Wasser gebracht, der Stürzenberg. Ihr tickt nicht wie er. Ich finde es schade, dass ihr das hier macht. Ihr tickt nicht wie er. Ein Ägypter, ja, nach der Kundgebung, wenn du nicht Chef der Muslimbrüder in Deutschland. Der geht mit mir essen. Aber geht er auch in arabische Halal-Laden rein?
Was ist das für eine dreiste Anmaßung? Hey Leute, Deutschland ist unser Land. Das Land der deutschen Bevölkerung. Wieso redet er wieder mit sich selber? Ich schaue das Gespräch zwischen uns war viel interessanter. Da streckt sie mir den Mittelfinger raus. Ja, die Dame mit schau, er liebt sowas. Also sie meinen nicht, dass Deutschland unser Land ist. Und das ist aufhetzend. Natürlich werden die Leute emotional. Das würde ihr Fall auch nicht machen. Allah! Wenn du jetzt Mittelfinger machst. Du bist doch erwachsen. Aber er wünscht sich. Israel existiert nicht. Jawohl, nächste Bestätigung. Du, ich warte dort ab. Und der erste wieder ruft. Ja, Adolf Hitler war gut und sein Fehler war nur, dass er alle Juden begeistert. Herr Stürzenberger! Hallo! Ich will mich bedanken, Herr Stürzenberger. Er geht überhaupt nicht darauf ein, dass wir ihm festhalten, was Herr Stürzenberger. Er eiert rum, er sagt sich doch alles ganz nett und es gibt auch Rechtsradikalismus. Leute, damit. Wir müssen gegen beides kämpfen. Gegen beides. Ja, natürlich. Ja, also. Du bist nicht beim Kampf gegen den politischen Islam. Du legst Wert gegen den gewalttätigen Islam, definitiv. Ist, doch, klar. So ich will auf einen Punkt völlig noch eingehen mit den Vergewaltigungen. Gell? Hier gibt es eine Überlieferung, ich zeige dir gleich die Quelle hier, Sunan Abu Dawud und so weiter, kannst du gleich sehen. Also da ist es wortwörtlich. Der Gesandte Allahs schickte anlässlich der Schlacht von Hunain eine Militärexpedition auf Autas. Sie trafen auf ihren Feind und kämpften mit ihm und sie besiegten sie und nahmen sie gefangen. Einige der Gefährten des Apostels zögerten wegen ihren heidnischen Ehemänner Beziehungen zu den weiblichen Gefangenen zu haben. Also sandte Allah der Erhabene den Koran versagt und alle verheirateten Frauen sind dir verboten, okay. Außer denen, die deine rechte Hand besitzen. Ja. Rechte Hand besitzt, ihr seid Sklavinnen, also Männer, okay. Die weibliche Sklavinnen haben, mit denen dürfen sie schlafen. Das heißt, hier, weil du gesagt hast, wo steht das im Koran? Also das ist, ja, das ist der Vers und alle verheirateten Frauen. Und das ist die Geschichte dahinter, dass eine Militärexpedition im Dschihad ein Dorf überfallen hat und die Sahaba, also die Gefährten, die Frauen von den Nicht-Muslims mit ihnen schlafen durften und so weiter und Allah das erlaubt hat. Okay. Also erstmal will ich mich bedanken, also mein Mund ist die ganze Zeit ganz schön trocken und Irfan hat mir hier ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser gebracht, als ich ihn gefragt habe und das ist schon mal sehr cool, ist doch ein erster Schritt in die richtige Richtung, oder? So können wir vielleicht miteinander besser auskommen. Was diese Aussage angeht, also es ist grundsätzlich, ich finde der Begriff Sklaverei für den Islam zu verwenden ist falsch. Wieso? Weil, deswegen habe ich vorher gesagt, meiner Meinung nach gibt es keine Sklaverei im Islam. Weil wie wir die Sklaverei kennen, wie es mit den Schwarzen gemacht wurde, dass sie wie Tiere behandelt wurden, das ist im Islam unmöglich gegeben. Also dieser Mann, wie sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, die hier gefangen genommen werden, wer wird gefangen genommen? Leute, die gegen dich gekämpft haben. Das heißt, Leute aus der Armee, die gegen dich gekämpft haben, seien es Männer oder Frauen, die würden gefangen genommen werden, genauso wie in einem deutschen Staat. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, Deutschland und Frankreich haben einen Krieg. Was passiert mit den Kriegern, also mit den Soldaten? Die werden gefangen genommen. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, aber ganz kurz. Frauen werden nicht versklavt, dass man mit ihnen schlafen darf. Nein, okay. Das ist verboten. Das aber nicht. Sie dürfen diese, also jetzt gibt es die Auswahl. Diese Soldaten werden gefangen, würden jetzt hier gefangen genommen werden. Die würden vielleicht lebenslang bekommen im deutschen Gefängnis wegen Mord. Nein, ganz warte, gut, mir ganz geht's gut. Nicht um die männlichen Gefangenen. Ja, aber ich gehe gleich ein. Aber ich sag's gleich. Ich sag's gleich. So, und jetzt, ich geh auf die Frauen ein, weil es ist schon ein guter Punkt. Jetzt gibt es aber im Islam die Möglichkeit, nein, du gehst nicht lebenslang ins Gefängnis, sondern du lebst bei dieser Familie und hilfst der Familie, aber du isst vom selben Essen, wie diese Familie isst und du kleidest dich mit derselben Kleidung, mit der sich diese Familie kleidet. Das soll ein Sklave sein, da kann man hier nicht mehr von einem Sklaven sprechen. Ich sage aber noch die Frauen. Die Frauen darfst du heiraten. Wenn sie einverstanden ist, heirate sie. Und ich gebe dir einen Beweis, es gibt einen Vorfall, wo ein Mann eine Frau vergewaltigt hat, also quasi eine Gefangene vergewaltigt hat und dieser Mann, muslimischer Mann, hat die Todesstrafe dafür bekommen, weil er die Frau vergewaltigt hat. Aber hier geht es nicht um heiraten, sondern hier geht es darum, dass ihnen erlaubt wurde, erlaubt, aber nicht vergewaltigt. Schlafen. Ja, aber nicht, schauen Sie mal. Natürlich auch nein, so ich antworte. Weil Sie ich als Sklave hatten überhaupt gar kein Recht, sich nein, nein, zu wehren. Nein, nein, also ganz ehrlich, wir kommen da jetzt irgendwann mal an den Punkt. Ja, du hast Angst. Nee, du hast Angst, mit mir zu reden. Zum ersten Mal, dass jemand was reden kann. Jetzt rennt er.
Nein! Nein! Ich kenne mich aus! Ich kenne mich aus, deswegen rennt er weg! Ich kenne mich aus, deswegen rennt er weg! Der redet lieber mit Leuten, die Mittelfinger zeigen. Ja, aber dann schaut euch doch die komplette Realität an. Nicht nur die, die hier auf ihn projizieren, sondern die komplette Realität. Das ist jeder Mensch, der gegen Homosexuelle ist, jeder Mensch, der vergewaltigt ist. Es sind nicht nur Männer. Wollen Sie was trinken? Nimm einen Kerl raus oder einen Hadid, isoliert ihn und nimmt ihn als Zeichen. So, ich würde sagen, passt, oder? Wir haben eine Menge Ex-Muslimen hier, die kennen sich auch. Und die wollen hier dieses Land unter die Scharia bringen. Alle durch die Islamländer, die von ihnen Zukunft erobert werden, tragen das Zeichen immer während der Rettung. Was machen wir Feierabend, oder? Sie wollen das Gesetz Allahs, die Scharia, zur Anwendung bringen. Für die gelten die demokratischen Gesetze. So, jetzt machen wir kurz Pause. Wegen dem Glockenspiel, dann geht's weiter. Willst du noch was machen? Ja, was ist denn das? Well played, gut diskutiert. Also der Typ, er labert so viel Scheiße. Ich find's krass, wie du das aushältst. Weil ich stehe da 10 Minuten und du sagst ihm was und er geht auf was ganz anderes ein und labert wieder dieselbe Scheiße wie davor. Aber mit dem anderen konnte man ein bisschen besser reden. Der hat mir sogar eine Wasserflasche geschenkt. Der ältere Typ? Oder wer? Der, wo ist denn er? Er hier. Natürlich, Bro. Jetzt streiten sich hier schon die Leute. Feierabend, Backmas. Willst du es backen? Mir ist egal. Ich denke, Backmas. Ja. Lass uns mal dort. Grüezi Gott. Servus. Bruder, nee, was? Bruder, ich das filmen wir ganz kurz. Bruder, alle Polizisten lächeln mich an, Bruder. Passt? Alle Polizisten lächeln mich an. Die Leute lächeln mich an. Bruder, wir verstehen uns hier alle super. Die einzigen, mit denen wir uns nicht so gut verstehen, sind quasi die Rechtsextremen. Sonst die Polizisten, ich sag gerade Servus, grüezi gut, mach mal Feierabend. Alle lächeln zu mir. Passt, packen wir's. Lass aber noch laufen. Gehen wir ein bisschen rum. Schau mal, komm, geh mal zu Schützenberger, ob er was essen will. Holen wir ihn einen Fischmeck oder so. Film mal. Will Stürzenberger Mittagessen? Sommer Fischmeck-Menü auf meinen Nacken. Hat er nicht Hunger? Da können wir auch hoffen auf später. Wo ist denn Herr Stürzenberger? Machst du auf deine eigene Sendung? Ja, ja, wir filmen es auch für uns. Ey, sag mal anders. Bitte hör auf damit, Vasili. Rauchen oder was? Nein, oder da dabei sein. Ich schwöre, Vasili ist nicht korrekt. Aber ich gebe da meine Telefonnummer, ich habe dich nicht bei Instagram gegeben. Nein, ich bin ganz privat. Ich gebe dir meine, du kannst auch anonym anrufen. Nein, ich mag nicht. Ich mag nicht, ich bin ja ganz privat. Aber ich schwöre, Vasili, schau mal, man kann über alles reden. Aber schau mal. Du kannst von irgendein anderes Handy anrufen, okay? Ich schwöre, man kann nämlich ganz anders darüber reden. Und du hast auch gesehen, ja, man kann... Du kannst auch mit Michael Stürzenberger... Aber mit Michael Stürzenberger ist nicht möglich. Mit ihr fahren hast du... Ja, schwör. Natürlich. Auch Hand aufs Herz. Tu deine Hand aufs Herz. Tu Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Aber auf dein Herz. Konnte man mit ihr fahren gerade nicht besser reden als mit Stürzenberger? Ja, dann bist du aber mit dem Stil. Mir gefällt dein Stil wie bei Schlomo Finkelstein. Mir gefällt dein Stil nicht. Scheiß auf den Stil. Wer hat das mit dem Stil gesagt? Nee, du kritisierst ja Michael Stürzenberger, wie er redet, aber nicht, was er sagt. Ja, aber doch, ich habe doch kritisiert. Ich habe hier aus islamischen Quellen geredet. Ja, bei mir ist das Problem, schau mal, zum Beispiel Stürzenberger, das müsst ihr offen und ehrlich zugeben. Er würde sich freuen, wenn er auf die Fresse bekommt von einem aggressiven. Doch, weil man das filmen kann. Es gab Das ist Hetze. Das filmt man direkt. Mir wurde von einem Moslem reingehauen. Aber zum Beispiel freut man sich über, dass man mit mir reden kann. Freut man sich drüber, dass man mit mir eine Flasche Wasser teilen kann. Da freut man sich nicht drüber. Wieso lädt man das nicht hoch und sagt zum Beispiel, mit Muslim friedliches Gespräch möglich, ohne Beleidigungen, Flasche Wasser geschenkt. Das wird er niemals hochladen. Doch, man will keinen Frieden. Letzte
Wochenende war einmal Stuttgart am Freitag, danach Ludwigsburg am Samstag. Und da war richtig zivilisiert, mit friedlichen Muslimen, konnten wir 6 Stunden lang... Aber wieso lädt man dann nicht hoch? Doch, friedliche Muslime, wurde, schöne, faires das Gespräch. Wurde, Ludwigsburg wurde doch. Gemeint hat, ist, mit der Todesstrafe gegenüber einer vergewaltigten Frau. Und da wollte ich fragen, du grundsätzlich für die Todesstrafe bist. Allgemein. Also ich finde, also meine Auffassung ist das primitiv. Mhm. Nee, aber gibt's ja auch in Amerika. Aber du weißt bei den Fragen genau, also Slalom. Und das ist also die Sache ist. Also die Sache ist. Man kann Sklaven. Gibt's ja auch in Amerika in vielen Staaten. Es gibt's ja auch in Amerika in vielen Staaten. Und schau mal, der Sitz. Du musst halt so vorstellen. Man muss halt offen und ehrlich sein. Es kann ein Gesetz zu hart sein, aber es kann auch ein Gesetz zu soft sein. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, Deutschland, aber zu als Beispiel. Antiblasphemiegesetze. Darf man Karikaturen über Götter und Propheten machen? Aber schau mal, selbst in einem islamischen Land, du dürftest nicht öffentlich Drogen konsumieren, das stimmt. Aber was du in deinen privaten Räumen machst, interessiert die islamische Regierung nicht. Öffentlich machen, öffentlich mit einem Mann Hand in Hand, in der öffentlichen Korruption. Und dann ist es ein Problem. Aber es ist auch in Deutschland ein Problem. Zum Beispiel in Deutschland darfst du zum Beispiel nicht, zum Beispiel deine Tochter mit ihrem Opa schlafen. Das dürftest du in Deutschland nicht. Inzest ist in Deutschland verboten. Also Sexualität hat in Deutschland auch Grenzen. Sexualität mit Tieren ist auch nicht erlaubt. Aber okay, dann scheinst du aber genauso wie ich eingeschätzt. Und meiner Meinung nach auch Sexualität hat seine Grenzen. Und bei uns ist die Grenze... Aber schau mal, bei uns ist die Grenze noch viel früher. Selbst mit Frauen, schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. Selbst mit Frauen, mit deiner erlaubten Ehefrau, darfst du zum Beispiel keinen Analverkehr haben. Ist im Islam verboten. Ist eine sehr, sehr schlimme Sünde. Warum denn? Ja, okay, ich kann's. Okay, aber ich kann dich verstehen. Es geht danach zu was anderes. Und das eine fällt zum anderen. Und danach. Aber komm mal her. Hat Sexualität für dich Grenzen? Was? Hat Sexualität für dich Grenzen? Ab Kinder? Nein, zum Beispiel Sexualität. Darf ich da alles machen, was ich will, oder findest du, da gibt es eine Grenze? Darf ich zum Beispiel Sex mit Tieren, Sex mit... Sex mit Tieren? Naja, also wenn man das Tier leasen... Das ist eine Vergewaltigung bei einem Tier. Wenn man das Tier leasen kann... Da stimme ich überhaupt nicht für. Aber fragst du das Tier, bevor du es schlachtest? Aber es ist ja interspeziesistisch. Natürlich nicht, aber... Isst du Fleisch? Ja. Was glaubst du, was ist einer Kuh lieber? In ihr großes Loch vergewaltigt zu werden oder zu sterben? So ein Loch ist so groß, wenn du nicht allzu groß Geschlechtsteil hast, spürt die gar nicht. Keine Ahnung. Na also, laut dieser, schau mal, deswegen, islamisches Prinzip ganz einfach. Sexualität hat seine Grenzen. Darf ich mal was sagen? Ja. Ich kenne mich mit Islam nicht so aus. Ihr alle scheint für mich voll korrekt zu sein. Wieso macht ihr da mit? Ihr seid alle voll korrekt. Du bist doch nicht von den Leuten. Wieso machst du da mit, Bruder? Du bist doch auch nicht. Weil das hier keine Nazis sind, dann checkt ihr. Ja, du bist doch auch nicht. Ich sag nicht mal Nazis. Nein, Nazis wäre der falsche Begriff, weil sie sind ja zum Beispiel nicht gegen Juden, aber sie haben... Sie sind einfach diskriminierend und wollen hetzen. Ihr wollt mich hetzen, ihr nicht. Aber es ist doch schade, dass ihr bekommt... Schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. Menschen wenn es vom IS... Menschen von meinem Schlag werden doch in islamischen Ländern umgebracht. Wie bitte? Menschen von meinem Schlag, die ihre Sexualität frei ausleben möchten, die in Freiheit leben wollen, werden doch in islamischen Ländern umgebracht. Ich habe doch vorher ganz klar und deutlich gesagt, und das, so ehrlich bin ich, natürlich gibt es in islamischen Ländern Leute, die extrem sind und die töten und so weiter. Aber wir müssen halt schauen, was ist die Mehrheit bzw. die wirkliche Überzeugung des Islams. Und ihr müsst offen und ehrlich sein, Hand aufs Herz, dass die koptischen Christen, die seit dem 1. Jahrhundert dort leben, 9 Millionen davon nicht irgendwie verteilt und geflüchtet im Land, sondern die meisten in Kairo. Das zeigt, dass das islamische Land, das Prinzip ist, natürlich können Andersgläubige unter uns leben. Natürlich. Und sie können in ihre Kirche gehen, sie können ihre Religion praktizieren. Gibt es Grenzen? Ja. Aber auch in Deutschland. Und ich sage euch ernsthaft, das kann ich verstehen. Zum Beispiel, das ist kein Problem in Deutschland. Machst du ein eigenes Video oder was? Ja, wir machen auch ein Video. Sag ich dir gleich. Zum Beispiel auch in Deutschland. Hier zum Beispiel können wir die Kirchenglocken hören, richtig? Und ich kann es vollkommen verstehen, dass wir aber... Das ist meine Kirche, das ist ein Rathaus. Ach, ist ein Rathaus. Sorry. Aber die Kirchenglocken können wir sonst auch woanders hören, oder? Genau. Aber können wir zum Beispiel den Gebetsruf hören? Nein. Das finde ich... Aber warte. Stopp. Aber warte mal, das finde ich okay. Schau mal, ich sehe ja, du bist Christ. Das finde ich okay. Man sagt, Deutschland ist ein christliches Land, Muslime dürfen hier leben, aber irgendwo ist die Grenze. Und für uns ist der Gebetsruf die Grenze. Das ist uns einfach zu unchristlich.
ich sag dir ganz ernsthaft, ich kann das verstehen. Viele Muslime werden sagen, kann ich nicht verstehen. Ich sag, kann ich verstehen, weil es ist ein christliches Land. Und bei uns, wenn es ein muslimisches Land wäre, gäbe es auch Grenzen. Aber die Grenze ist garantiert nicht, dass ihr nicht in Frieden leben könnt. Können wir da mit einem Handschlag auseinandergehen? Ja. Boah, Kacke. Ich sag dir die Wahrheit. In die Öffentlichkeit unterstellt oder so, ist das wahr oder habe ich das nur so gehört? Das weiß ich. Ja, ich habe. Ich verfolge gehört. Ehrlich gesagt Saudi-Arabien auch nicht besonders viel. Die Wahrheit. Okay, also mach. Nein, ich zeig dir kurz. Guck. Soll ich euch was zu essen bringen? Ja, nein, komm. Fischmeck-Menü. Ja, ich will dir ein Foto zeigen. Vegan TS. Ich will dir ein Foto zeigen. Soll ich dir was bringen? Nein, danke. Ich will dir ein Foto zeigen, die Wahrheit. War es, dass Michael den Islam angenommen hat. Mit dem das war ich. Ich habe Stuttgart vor einer Woche. Wieso machst du das? Ich verstehe echt nicht, aber was ist am meisten auch unter islamischen Terror, zum Beispiel durch den Wahhabismus aus Saudi-Arabien. Aber und die versuchen ja diese radikale Form des Islams. Aber ich sag dir ganz offen und ehrlich, wenn ihr gegen islamischen Terrorismus hier einstehen würdet, würde ich mit euch Hand an Hand mit euch gehen. Ja klar. Ja, ich sag dir, so wahr ich hier, das schwöre ich bei Gott. Das ist bei mir ein gewaltiges Wort. Das schwöre ich bei Gott. Wenn ich diesen Typen von Berlin mit dem LKW vor meinen Augen hätte, ich würde ihn in Grund und Boden fesseln, Polizei rufen, ab in den Knast mit dem Drecksack. Lebenslang von mir aus. Da sind wir doch einer Meinung. Ja, klar. Aber das ist Hetze. Das ist Hetze gegen... Aber gegen was? Zum Beispiel. Gegen was denn? Gegen allgemein gegen den Islam. Das ist kein Dialog. Ja, aber darf man den das Islam ist allgemein kein Dialog. Die Frage ist, darf ich den Islam kritisieren? Darf ich Mohammed kritisieren? Schau mal, du kritisierst... Nee, darf ich das? Schau mal, du... Könnt ihr Muslime es tolerieren in einer toleranten Gesellschaft? Ihr müsst sie ja nicht respektieren. Ja. Oder Satire wie South Park oder so, die Karikaturen mit Jesus machen. Ich würde als Künstler auch gern Mohammed... Warte, ganz kurz, ich muss kurz mit dem fragen. Es geht ja wahrscheinlich bei euch eher darum, dass man jetzt irgendwie politisch sich nicht positionieren darf, oder? Was denn, dass die nicht zu sehen sind? Nein, oder nein, was geht's? Nein, ich erkläre dich später. Er hat was anderes gefragt. Ach so, okay. Muss ich sie zensieren? Wissen Sie das? Das ist eine öffentliche Veranstaltung, oder? Ja, es dürfen halt keine Porträtaufnahmen dahingestellt werden. Okay. Okay. Sorry, dass ich Gespräche unterbrochen habe. Ich hab mal ohne Mikro. Achso, na, okay. Nee, weil ich will dir was sagen, was die Assalamualaikum. Pikachu, Relaxo, Shiggy, Pummelluft, Bisasam. Ich kenn alle. Sehr aber von deinem YouTube eine Satire, Comedy wie South Park von Mohammed. Bruder, schau mal, du musst dir so vorstellen. Das muss man halt offen und ehrlich sagen. Ich weiß, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt. Aber wir lieben Allah und den Propheten über alles. Aber ihr seid meine Mutter, ich liebe. Ja, ich weiß. Ich distanziere mich von dieser Person. Ich bin Atheist. Ja, es Satanismus ist Atheismus. Es ist eine Religionskritik. Okay, kannst du beweisen? Jetzt gibt es eine satanische Linie. Mama, Feierabend! Oder? Brezen, Halal Weißwurst, süßen Senf, alkoholfreies Bier. Geh mal vier, komm! Das passt schon! Servus! Hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie aussehen wie der von GTA 5? Na, ist doch nicht. Na? Er wäre von dem roten Ferrari, dieser Magnum. Ah, Magnum auch. Das ist ein Kompliment. Servus, gell? Chef, Feierabend, Magmas. Servus. Danke. Das sind keine Islamophobiker, die wissen, so, die noch, die reden. Herr Stürzenberger, Umarmung? Ja, gerne. Echt? Ja, ich hab nichts dagegen. Komm, Umarmung, Umarmung. Das sind 10-12%. Das musst du filmen. Schauen Sie. Das musst du filmen. Haben Sie wirklich Angst vor mir? Ich habe nichts gegen Sie. Ich finde Sie ja sympathisch. Ja. Aber wissen Sie, wir müssen echt ran an die Sache. Aber da muss man wirklich konkret ran. Aber ich sage nicht, irgendwie schön drum herum zu reden und dann irgendwie zu versuchen, das dann aber ich als harmlos hinzustellen. Es ist brandgefährlich, wirklich. Und wir müssen da ran. Aber Herr Schützenberger, darf ich Ihnen offen ehrlich was sagen?
wir werden wahrscheinlich von unserer Überzeugung her bestimmt nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Genauso wie Christen und Muslime wahrscheinlich von ihrer Überzeugung her nie auf einen gemeinsamen Nenner. Aber einen gemeinsamen Nenner werden wir immer hier haben. Wir wollen friedlich miteinander leben. Aber ich sage Ihnen offen und ehrlich, Hand aufs Herz, das hilft dazu nicht. Dass wir friedlich leben, das hilft wirklich nicht. Dass Sie den Dialog fördern, das finde ich gut. Wenn Sie eine... Wenn, und wissen Sie, ich gebe Ihnen auch recht, wo Sie gemeint haben, wo distanzieren sich die Muslime gegen Extremismus? Muss ich ganz ehrlich geben, wir haben viel zu wenige Kundgebung, wo wir klar sagen, Drecks-IS, haben wir viel zu wenige. Aber die führen das aus, was im Koran steht. Die führen das aus, was der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert gemacht hat. Es ist genau das Gleiche. Der Al-Baghdadi, der ist ein Koranwissenschaftler, ein Islamgelehrter. Sie berufen sich, da gebe ich Ihnen recht, aber Sie missbrauchen es. Weil wenn man die Verse im Einklang nimmt und die Hadith im Einklang nimmt, dann nicht. Das ist Ihre Überzeugung, aber Hunderttausende sehen es anders. Und es wird als Dschihad-Begründung hergenommen, es wird Massenmord gemacht, es gibt Selbstmordanschläge. Dann werden alle koptischen Christen ausgelöscht. Dann werden alle ausgelöscht. Tausend Jahre lang. Ich habe es Ihnen gesagt, wenn die Radikalen an der Macht sind und dann die Linie vor die waren doch dort. Die Muslimbrüder waren an der Macht. Aber Ägypten, und da gab's, Ägypten war doch das Kalifat. Ja, die Muslimbrüder, als die 2011 an die Macht gekommen sind, da gab es Angriffe auf Kirchen, da wurde sofort auf Angriff gegen Christen umgestellt. Ja, was vorher relativ verurteilt. Modern lief. Ich würde in gegen Ägypten sie vorgehen. War ja früher der Nasser, der war ein sozialistischer Präsident, der hat gelacht, als ein Imam zu ihm herkam und gesagt hat, hey, Kopftuchpflicht. Aber schauen Sie mal, aber ich verurteile der Führung eines Landes. Ich verurteile es doch dann auch. Aber es ist ein Vulkan, der jederzeit zum Ausbruch kommt. Wir haben nur eine Umarmung gemacht. Ich weiß, aber bitte einfach, das wir haben nur eine Umarmung gemacht. Mein Fehler. Mein Wunsch von einem Ich hab's ja gesehen, alles gut. Sonst nicht, dass jemand noch die Faust fliegt, weil bei mir fliegt nur Umarmung, aber Servus, gell? Soll ich Ihnen was zu essen bringen? Ich habe von Ihnen eine Flasche Wasser. Fischmeck. Wie gesagt, ich habe nichts gegen dich. Ja, können doch duzen. Aber ich hoffe, dass Sie das bisschen ändern, Herr Stürzenberger. Nee, wir müssen daran. Aber nicht auf die Art und Weise. Ja, es hetzt sehr. Es ist leider Gottes viel gefährlicher, als es die meisten ahnen. Darf ich Ihnen was sagen noch? Sei ganz offen und ehrlich. Das habe ich auch vor den anderen gesagt und ich möchte nicht über Sie reden, sondern mit Ihnen reden. Mir kommt es so vor, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, mir kommt es so vor, Sie versuchen schon hier ein bisschen zu hetzen und Sie freuen sich auch, wenn mal ein Schlag fliegt. Das kommt mir langsam. Sie freuen sich auch, wenn jemand einen Schlag fliegt, einen Schuh fliegt, weil man das dann sehr, dass man das dann öffentlich zeigen kann. Ja, das zeigt mir, was für eine brodelnde Gewaltbereitschaft da ist, was für ein Hass da ist, wenn man nur die Fakten sagt. Und die Fakten sind leider Gottes aber so Herr problematisch. Aber, und es ist massiv, was im Koran steht. Es ist eine Anleitung zum Kampf, Krieg, Gewalt und Terror. Aber schauen Sie mal, dieser Vers, schauen Sie mal. Dieser Vers, wo ist er denn? Der Sure 9. Da steht doch ein paar Verse danach. Sure 9, Vers 36. Bekämpft die Götzendiener, wie sie euch bekämpft haben. Verstehen Sie? Und wenn Sie sagen, abrogiert, dann was ist mit dem Vers? Wie sie euch. Wenn es defensiv wäre, dann hätte der Islam nicht von Saudi-Arabien die halbe Welt. Nein, es ist nicht alles defensiv. Nein, gebe ich zu. Nein, gibt es auch. Nein, das stimmt schon. Ja, das stimmt ja auch. Stimmt es ja auch. Das ist vollkommen klar. Jetzt komme ich zu einer Schlussfolgerung. Bruder, lass dich nicht triggern. Er macht absichtlich. Die wollen auf Film haben, wie jemand schlägt. Lasst es. Egal, was er sagt. So, jetzt wirklich Feierabend. Servus. Wo ist meine Flasche? Hast du? Danke, ciao. Ja, können wir mitmachen. Machen. Soll ich Flasche nehmen? Nee, Film. Ach so. Ja, danke. Alles klar. Also, so, machen Sie nicht mehr allzu lang. Auch langsam Feierabend. Magmas. Servus. So, jeder eins. Willst du noch was offen? Ja, ich. Intro aus. So Leute, meine Meinung, irgendwie glaube ich, da sind friedliche Gespräche möglich. Also an die Leute, die sich nicht emotional unter Kontrolle haben, dürft ihr an solche Kundgebungen nicht hingehen. Ihr macht mehr Schaden als Nutzen. Ihr merkt, ich konnte mit ihm reden. Natürlich, er ist jemand, der den Islam nicht mag. Das muss man akzeptieren. Aber irgendwie, ich denke, es ist, besonders gegen Ende hat man gemerkt, man kann irgendwie miteinander reden.
Auf einen Nenner werden wir nie kommen, habe ich ihm auch offen und ehrlich gesagt. Und ja, wir sehen uns. Hoffentlich hat er das alles aufgenommen. Alhamdulillah. Das wird so viral gehen, das Video.